I want to show you something. My apologies for disrupting any business or interfering with prior engagements you may have had this evening. It's unfortunate that the affair that gathers us together tonight is a troubling one. We are here because the laws that bind our society, the laws that are the fabric of our existence, have been broken. As prince, I am within my rights to grant or deny the kindred of this city the privilege of siring. Many of you have come to me seeking permission, and I have endorsed some of these requests. However, the accused that sits before you tonight was not refused permission. Indeed, my permission was never sought at all. They were caught shortly after the embrace of this child. It pains me to announce the sentence, as up to tonight I considered the accused a loyal and upstanding member of our organization. But as some of you may know, the penalty for this transgression is death. Know that I am no more adjudicator than I am a servant to the law that governs us all. Let tonight's proceedings serve as a reminder to our community that we must adhere to the code that binds our society, lest we endanger all of our blood. Forgive me. Let the penalty commence. Which leads to the fate of the ill-begotten progeny. Without a sire, most children are doomed to walk the earth never knowing their place, their responsibility, and most importantly, the laws they must obey. Therefore, I have decided that this is bullshit! If Mr. Rodriguez would let me finish, I have decided to let this kindred live. They shall be instructed in the ways of our kind and be granted the same rights. Let no one say I am unsympathetic to the plights and causes of this community. I thank you all for attending these proceedings, and I hope their significance is not lost. Good evening. Your sire, tragic, my apologies. But you see, there is a strict code of conduct that all of us must adhere to if we wish to survive. When someone, anyone, breaks these laws, they undermine the well-worn fabric of our centuries-old society. Understand my predicament. Allowing you to live makes me directly responsible for your subsequent behavior. So, what I'm offering is not generosity, but the opportunity to transcend the fate woven by your sire. This is your trial. You will be brought to Santa Monica. There you will meet an agent by the name of Mercurio. He will provide the details of your labor. I've shown you great clemency. Prove it was more than a wasted gesture, fledgling. Don't come back until you do. Good evening. Ja, und damit wären wir auch wieder im Spiel. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Vampire the Masquerade Bloodlines.
Ja, wie ich ja schon in meinem anderen Let's Play angekündigt hatte, wollte ich das Spiel ja sowieso irgendwann mal mit einem Malkavian durchspielen. Und voilà, hier habt ihr es. Ihr habt es euch ja auch gewünscht in der Umfrage von meinem Weihnachtskalender. Also es stand ziemlich weit oben, jetzt nicht auf den ersten Plätzen. Da waren die ganzen Adventure-Spiele. Aber das stand so auf Platz 3 oder 4, keine Ahnung. Und ja, wir spielen diesmal mit einem Malkavian. Und das ist die Gute, die wir auch gerade schon gesehen haben. Und das Intro kennt ihr ja sowieso schon. Was macht sie denn da? Ja, das ist ein weiblicher Malkavian. Und die meisten werden das Spiel ja sowieso kennen und wissen, was jetzt gleich passiert. Die, die das Spiel nicht kennen, ja, es dreht sich, wie schon im Intro erwähnt, um Vampire und ja. Auch der Titel sagt ja schon alles, Vampire, The Masquerade Bloodlines. Es geht halt darum, wir müssen eine Maskerade aufrechterhalten. Wir sind halt Vampire in einer modernen Gesellschaft und es gibt mehrere Clans und auch Sekten. Und ja, wir werden jetzt erstmal mit Jack reden. What a scene, man. Hooey. Just plop you out here like a naked baby in the woods. How about that? Look, kiddo, it's probably a lot for you to take in, so why don't you let me show you the ropes? Wait a sec. So, und jetzt seht ihr die erste Änderung, nämlich im Vergleich zu den anderen Charakteren hat der Malkavian eine ganz andere Schrift. Der Regen der Zeitalter will wieder die Erkenntnis fortwaschen. What? Oh man, and you're a goddamn Malkavian too. Wow. You really are fucked. Ja, wir sind wirklich ja, das sage ich jetzt lieber nicht. Ja, wer ist denn dieser dunkle Dämon, den ich vor mir sehe? I'm Jack. What's important is I'm offering help. You make it back from Santa Monica when you're high and we'll trade life stories, okay? Till then, I got about this much time. You wear out. Ja, es geht um das Tutorial. Ich habe mir so überlegt, ich spiele es durch, aber ich werde es für euch rausschneiden, weil das wahrscheinlich für die meisten eh langweilig ist, weil ihr das Spiel wahrscheinlich eh in- und auswendig kennt. Und ja, es bringt uns ein paar mehr EP-Punkte und ein paar Sachen, die wir ansonsten uns selber kaufen müssten. Ich meine, wir haben ja genug Geld im Verlauf des Spiels, weil wir die Waffen uns so verkaufen können. Aber ich meine, hallo, gratis ist gratis. Warum sollte ich das ausschlagen, ne? Deswegen. Ich habe ihr Stück, glaube ich, nicht verstanden. Nein, ich brauche keinen Führer auf diesem dunklen Pfad. Bitte geh. Ja, nee, ich sollte das lieber lauschen. Also, ich sollte deiner dunklen Unterweisung lauschen, Jack. Alright. Step out back here. Ja, und das, was ihr gerade gehört habt, ist der Wahnsinn von unserer Malkavierin, weil sie ist halt sehr, sehr durchgeknallt. Ich habe ihr auch einen Hintergrund gegeben, und zwar strippende Ex-Turnerin. Ich dachte mir, ja, könnte vielleicht passen, ne, zu dem Outfit. Outfit. Sorry, ich habe mich gerade verquatscht. Was sie da so anhat, sie hat nämlich das Outfit einer Cheerleaderin. Ich glaube, Cheerleaderin konnte ich nicht finden. Ich habe halt das Erstbeste genommen, ne? Müsst ihr mir halt verzeihen. Ja, ich werde es gleich rausschneiden, aber ich muss halt erstmal hier diesen Dialog führen. Ich bin, wo ich bin, und das ist nicht im Theater des Todes. Damit meint sie das Theater, was wir gerade hatten, und sie spricht halt ein bisschen komisch, ne? Daran müssen wir uns jetzt erstmal gewöhnen im Verlauf des Spiels. Christ, it's stuffy in there, huh? This is much better. Now, we ain't got much time, but I figure somebody should fill you in on the bare-bones stuff at least. Could save your hide. You look wobbly. You even had a drink yet? Was denn, von welchem Fusel faselst du? Oh man, we're popping a cherry here! Oh, you're gonna love this! Alright, check it out. Blood, it's your new rack of lamb, your new champagne, not your new fucking heroin, kid! Get ready though, cause hey, it's never as sweet as the first time. Süß wie ein Flirt an der Schule. Well, down around the corner there, I saw this human, or SOB can't find his car. Wie er lacht. Naja, ich mag Jack eigentlich. Das habe ich ja auch schon im ersten Let's Play gesagt. Und falls es euch interessiert, dann könnt ihr euch das ja auch mal anschauen, ne? Könnt ihr ja mal machen. Wie begehe ich denn solch grauenvolle Tat? Alright. You go down there casual like. You creep up on him.
the bear those little fangs and feed. Don't worry if you weren't captain of the wrestling team or something. Because it'll come so natural, you think you've done it 1,000 times already. Okay, wird dann aber auch diesen dunklen Fluch in seinen Adern tragen, so wie wir? Forget that comic book crap, kid. It don't work that way. Now go for it. Be sure, though, and this is important, so listen up. Be sure not to drain them dry, okay? It might be hard to resist, but don't kill them. Genau, wir sollen niemanden umbringen. Das ist nämlich die oberste Regel bei der Maskerade. Wenn wir das tun, dann kriegen wir, glaube ich, 5 Verweise. Also wir haben 5 Masken in unserem Charakterfenster. Und wenn wir keine mehr davon haben, dann werden wir von Huntern gejagt, also von Jägern. Und das ist sehr, sehr schlecht. Ich schreite nun, den labenden Trank zu mir zu nehmen. Dies ist Ihr Blutvorrat dort auf der rechten Seite. Tutorial. Ihr könnt euch das gerne durchlesen. Ich kenne das leider schon. Ich muss es auch jetzt nicht noch 1000 Mal vorlesen. Ich glaube, das ist total langweilig für euch. Und deswegen werden wir uns gleich mal hier aufmachen. Wenn Sie von Menschen trinken, füllt sich Ihr Blutvorrat. Ach wirklich? Der füllt sich? Oh my goodness, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Sobald sie von einem Opfer trinken, erscheint diese Anzeige. Ja, danke Spiel, dass du... kommt jetzt nochmal was? Ich sehe hier gar nichts. Es ist so hell hier. Wo steht der Typ denn? Ich sehe ihn gar nicht. Okay, er steht hier in der Ecke. Sorry. Ja, so trinkt man von den Leuten mit F. Und wir müssen halt aufpassen, dass die Leiste oben nicht leer läuft, weil sonst stirbt derjenige. Ich trinke eigentlich immer so viel, bis die Leiste voll ist und dann lasse ich von den Opfern los. Und wow, die Leute sind hier sehr am Quatschen. Ist das ein Klo oder was ist das? Kann man so reingucken. Das finde ich irgendwie cool gemacht. Und ja, wir sind hier wieder in Santa Monica. Und ja, Jack. Yeah. Ah, yeah. Hell yeah, you're feeling it. I can see it in your eyes. You're a born again predator. Feel that blood bubbling inside you, lifting you up. That's it, kid. That's what it's all about right there. Oh ja, ich spüre es. Es ist echt gruselig. Und wann kann ich mir die Farbe meines Umhangs aussuchen, Jack? Alright now, you got the blood, you're feeling all kick-ass, feeling better than your best day living, but wait, it gets better. All kindred. Kindred, that's a our word for vampire. All kindred have a few things in common. Things that set them right square above humans on the food chain. Und erzähle mir diese Geschichte. Like sharper senses, a body that can take a beating, and if you play your cards right, eternal life. That's no sure bet, but still a chance at immortality is not a bad deal. And that's just for starters. Fringe benefits for joining the club. Okay, mein Leben wird für alle Ewigkeit andauern. Well, you can still be destroyed, but forget the books and the movies. Garlic? It's worthless. A cross? Shove it right up their ass. A snake? Only if it catches you in the heart, and then it just paralyzes. Running water? That's no problem. I bathe. Occasionally. Now, a shotgun blast to the head. Oh, that's trouble, boy. Fire? That's real trouble. Sunlight? Well, you catch the sunrise and it's all over, kiddo. Get it? Yep, wie ein starker Sonnenbrand. Okay, now. What the fuck is this? Das ist der Sabbat. Der hat gerade eine Bombe geschmissen. Okay. Ja, weiter mit Wingfick. Ich werde jetzt das Tutorial machen, es aber rausschneiden, wie ich hier gerade schon erwähnt habe. Und wir sehen uns dann gleich wieder. Also, macht's gut, bis gleich. That's it, kiddo. Just like that and it's all over. Everyone slinks back to their corners of the city for the night. Ja, und damit habe ich das Tutorial erledigt. Dieses Blutdrama geht doch sicher weiter, oder nicht, Jack? Until the next night, when the Camarilla finds some way to strike back. Parry, dodge, spin and all that, and so on and so on and so on. Genau, dies sind die nächtlichen Schlachten des Urtenspiels. Well, to be honest, you came at a, well, an interesting time, let's say. The Camarilla, the Sabbat. Now, in L.A., these are the new kids on the block. There's already plenty of kindred had stakes down in California long before them. Now, we got every ancient kindred rivalry playing out all over the city. A lot of tension out there.
lot of fear. A lot of jittery, high-strung predators clinging to their little pieces of eternity. Okay, die Hölle ist aber mein ewiger Wahnsinn, also nichts Neues für mich. I think they're looking for you outside. Guess you've got a cab to catch. Was hoping to fill you in on a little bit more, but hell, you'll figure it all out. Yep. Ja, aber wir brauchen den Ballermann. If you make it back, stop in at the last round. It's this bar downtown here. I'll fill you in on the politics. Now that's the stuff that'll kill you. Good luck. Ja, und damit wären wir wieder in unserem abgeranzten Apartment. Ja, es fühlt sich irgendwie gut an, wieder hier zu sein. Ja, das Radio ist immer noch da, auch die Pizza, die liegt hier auch immer noch rum. Oder Souls die draped in rotten tatters and ja, und die Stimme flüstern mir zu. Ja, das hört sich an wie Bertram Tongue, aber egal. Ja, die Pizzen liegen hier auch immer noch. Wir haben hier Blut. Können wir ja schon mal mitnehmen. Wir haben auch jetzt einen Ballermann. Ansonsten hätten wir ja noch keine Waffe. Das hier können wir verkaufen. Genauso wie die Uhr. Ja, sehr schön. Die Dusche ist ja sehr groß, aber es sieht wirklich alles sehr, sehr alt und dreckig aus. Und naja, ich glaube nicht, dass jemand so ein Klo benutzen würde. In echt, aber egal. So, was haben wir denn hier? Hallo, das Passwort für deinen Computer ist Morgengrauen. Nimm das Geld aus der Schublade. Es gehört dir. Ich habe dir eine E-Mail mit meiner Adresse geschrieben. Komm rüber, wenn du dich eingelebt hast. Mercurio. Ja, der liebe Mercurio, der möchte natürlich auch wieder, dass wir vorbeikommen. Und das ist die nächste Botschaft. Bitte komm umgehend in mein Haus nach Downtown und besuche mich. Ich gebe dir dies als Wegweiser. Dunkles Blut, unser Fluch, etwas Licht, dies Gedicht. Große Macht trotz deiner Jugend spüre ich. Wo die mystische Sonne brennt, finde mich. M. Strauss, Regent der Tremere. Ja, das war ja unser direkter Regent im letzten Let's Play, weil wir eine Tremere gespielt haben. Und wieder die üblichen $100. Ja, sie behandeln alle Vampire gleich. Und das ist so widerlich, als wäre da jemand verreckt und das wären so die Leichensäfte, die dort auf der Matratze sind oder andere Säfte. Ich will es gar nicht wissen. Es ist einfach nur widerlich. Okay. Falls ihr das Spiel noch nicht kennt, das Spiel wird quasi komplett durch PCs gesteuert, würde ich mal so sagen. Also wir müssen sehr viele Rätsel lösen, halt nur durch PCs und wir müssen halt sehr viel eingeben und das ist schon eigentlich sehr realistisch, weil ich meine, ansonsten im richtigen Leben muss man eigentlich auch immer mit viel PCs umgehen. Okay, die jüngeren Leute heutzutage glaube ich nicht mehr so. Die jüngeren Leute, die haben halt ihre Konsolen meistens oder halt nur ihr Handy. Was ich auch sehr, sehr traurig finde, ne? Also ich kenne jüngere Leute, die gar keinen PC mehr kennen oder die gar keinen PC mehr haben, ne? Ach ja, das finde ich so traurig. So, eine Erinnerung. E-Mail für Blutsauger. Mercurio meldet sich, wenn du in Santa Monica bist. Triff dich mit ihm und trödel dabei nicht herum. SL. Okay, so und jetzt, next. Betreff. Mann, der ist echt riesig. Schlappschwanz@trojanbotnet.vtm. Und ich finde das gut, dass sie ihr eigenes Netzwerk haben. Also VTM, Vampire the Masquerade. Penisvergrößerung. Die Mädchen werden ihnen schwören. Da ist ein W drin. Hinterherlaufen, rufen Sie noch heute an. 1-800-555 Stange. Nicht Nase. Ich kenne das noch von King of Queens, wo Arthur halt dieses Handy hat. Und er will halt immer angerufen werden. Und dann sagt er immer 555 Nase. Kill Patrick's Crime Pewter. Arthur@dirtcheapinternet.vtm. Sie suchen ihren Nichtsnutz von Ex-Mann, der mal wieder die Alimente nicht bezahlt hat. Oder den Mistkerl, der sie zusammengeschlagen hat. Ihre Suche hat ein Ende. Mit Arthur Kilpatrick's Crimeputer können sie nahezu jede Person finden, über die eine Akte vorliegt. Und das ist heute bei fast jedem der Fall. Und irgendwie verspreche ich mich heute sehr viel. Kommen Sie zu Arthur Kilpatrick's 24 Stunden Kautionen. Sie suchen, wir finden. Willkommen von Hey, willkommen in der Stadt. Komm mal vorbei, wenn du Zeit hast. Dann besprechen wir, was du für mich erledigen kannst. Ich hole mir jetzt den Sprengstoffmann. Etwas Astrolite. Ich sollte wieder hier sein, bevor du vorbeikommst. Ich wohne 24. Main Street in Nummer 4. Geh bis zum Ende der Gasse. Es ist das erste Gebäude auf der rechten Seite. M.
Okay, und die Eröffnung von einem Freund. Das Spiel beginnt, der Bauer rückt vor. Okay, gut zu wissen. Vielen Dank, ihr Leute. Und Malkaviana sehen diese Drähte. Ich weiß nicht, sind das Telefonleitungen? So, also als ob dort draußen ein Sturm herrschte und die dort ziemlich rumwackeln. Also die sehen auch, glaube ich, mehr als die anderen Clans. Ich bin mir nicht sicher, aber das sieht man ja schon anhand dieser Strippen dort draußen. Aber es ist niemand auf der Straße, ne? Deswegen werden wir jetzt mal rausgehen. Das könnten wir knacken. Das mache ich aber noch nicht. So, dann werden wir jetzt erstmal... Hier wohnt ja eh keiner, ne? Also das mit der Zeitung breche ich auch gleich. Ich meine, in irgendeiner Version war hier noch so ein Buch zu finden. Aber es kann auch sein, dass ich mich hier in dem Apartment täusche. Hier haben wir wieder uralte PCs rumstehen und auch hier versiffte Toiletten wie eh und je. Nichts Neues hier. Es hat sich gar nichts verändert. Wäre ja auch ein Wunder gewesen, so. CLA Sun, Late Edition. Für 25 Cent. Tödliches Fest. Leichenteile am Pier gefunden, Polizei vor Rätsel. Okay, es wurde eine Leiche am Pier gefunden. Ja, die hängt da schön. Sieht sehr appetitlich aus. Hier schnarcht, glaube ich, jemand, ne? Ja, da pennt jemand. Hatte wahrscheinlich einen langen Arbeitstag oder so. Mal gucken, was wir hier in unserem Briefkasten haben. Wir heißen übrigens irgendwas mit Nivelbett oder Nilbett oder so ähnlich. Keine Ahnung. Es ist nichts drin. Hey Lady. You got some change, Lady? Ich habe das dickste Sparschwein der Welt, aber für dich knack ich's nicht. Bitch. Ey. So. Und wir sehen wieder ihren epischen Gang. Die Straße hinunter. Und Mercurio, wie er sich die Treppen hochschleppt. Ja. Ach so, das ist Qualm. Ich dachte, hier leuchtet wieder irgendwas, was wir aufsammeln können. Ja, wir werden wieder in der Straße von Santa Monica. Also auf den Straßen von Santa Monica oder in den Straßen. Ich bin gerade nicht sicher. Naja, okay. Ich glaube, wir sollten als erstes mal Mercurio folgen. Oder willst du mit uns reden? Good luck finding a bidet around here. Pinkel doch einfach auf die Straße. Ich meine, so sauber sieht's hier eh nicht aus. What time is it? Welche Fäden bewegen dich, Fremder? Nothing. Nothing. Just waiting for a friend to get off work. He's a police officer. Old army buddy. He should be bringing his dog as well. It's a Rottweiler. Wonderful attack dogs they are. Wir sind anscheinend nicht attraktiv genug. Könnte ich Sie davon überzeugen, mir etwas Vermögen zu ersetzen, welches mir kürzlich entwendet wurde? Afraid I'm a little short on cash right now. I'm so sorry. Ich glaube, wir haben nicht genug Verführungskunst oder so. Vielleicht treffen wir uns zu einem süßen Straßenrand-Rendezvous? I'm happily married to my work. And I have a wife too. Okay. Gut. Ja, wir haben anscheinend zu wenig Punkte, aber wir haben ja Erfahrungspunkte bekommen. Aber die meisten brauchen hier 3 Punkte. Das ist halt ein bisschen doof gemacht, nee. Aber egal. Ja, dann werden wir halt mal wieder hier hingehen, wo Mercurio sich die Treppen hoch geschleppt hat. Ja, immer dem Blut folgen. Das ist das Beste, was man machen kann. Und da liegt er auch schon auf der Couch. Those mothers ripped me off. I'm dying here. Oh. Bist du der geflügelte Gott? Mercurio, if that's what you mean. Oh, shit, you're a Malkavian, aren't you? Man, that's the last thing I need. I'm bleeding all over the carpet. I can't even understand what the hell you're saying. Du musst nur deine Augen öffnen. Jetzt erzähle mir deine Geschichte. What is this lump? Is this my rib? Oh, holy shit. My rib is poking through my side? Oh, I'm all numb. You gotta look and tell me. Enthülle deine ungewollten Angreifer, sonst beende ich, was sie begonnen haben. Hippokrates ist nicht mein Urahn. Wer hat dir die Knochen gebrochen, Merkur? Goddamn chemist. Can't trust any operators in L.A. I verified him. Organization seem reliable. Guy mixes up speed, his crew sells it.
occasionally does explosives. I set up a drop. I show up at the beach with the money, right? Four of these guys, they come out of nowhere. Junky pricks, hit me with a bat. It feels like I got a friggin' horse kicking it. I never should have gone alone. Amateur move. I should have handled those pricks. Goddamn dirty Cali rat bastards. Those cocksuckers beat me rotten, left me for a stiff. Had to crawl to my car, crawl my ass up here. The vamp blood's the only thing holding me together. But shit, they got the money, they got the astrolite. Okay, und du hast die Knaller nicht? Hold on, you think I'm some amateur? I got their number. Those small-time sons of bitches live out in a dump on the beach. Maybe four or five of them. The one's got the explosives is Dennis. Got my money too, that prick. Sag mir, wohin meine Füße mich tragen müssen. Land in a pool in my own blood and you want friggin' directions. Right, all right. Down the street, in the parking garage, stairs down to the beach, on the right. Those better not be some of my last words. Erscheint der fußgeflügelte Gott braucht eine helfende Hand. Ja, wir können ihm noch mehr Hilfe anbieten. You gotta get it back from him. Maybe reason with him, maybe break in, I don't know. I want to kill him. Do whatever you people do. I blew it, I know. Okay, ich hole jetzt deine Knaller und dein Geld. Möglicherweise sonst noch meine Unterstützung vonnöten? Yeah, if you could... Oh, something just started leaking. I need something for the pain. Okay, ich mag mit Betäubung wieder Kernmerkur. One more thing. About the deal. I mean it. You tell anyone about this, I'm dead. I'm begging you. I got a way of getting people what they need. You don't say anything, I can help you out. Okay, deine Worte werden gewogen werden. Tschüss, Merkur. Ja, wir müssen jetzt mal wieder das Astrolite besorgen. Oder das Astrolit. Keine Ahnung, ich spreche es gerne amerikanisch aus. Und natürlich wieder Morphium. Und falls ihr euch wundert, warum ich so schnell mache, ganz einfach, ich werde diesen Durchgang ein bisschen schneller spielen. Das heißt, ich werde mich nicht hier großartig umschauen. Ich werde das machen, was uns aufgetragen wird. Halt das Nötigste, ne? Damit wir halt schnell durchkommen und nicht 50 Parts oder so dafür brauche. Obwohl das hier sehr interessant ist, ne, was die hier sagen. That's the kind of thing that makes you lose your faith in humanity. I gotta say, it's the second worst thing I've ever seen. Poor bastard down there is torn in two. By the looks of it, you think someone tied him to two horses and raced them in opposite directions. What could you have possibly seen that was worse than what's down there? It was about 3 years ago up in Malibu. Found this guy on the beach. Aber wenn ihr noch mehr davon sehen wollt, dann könnt ihr das natürlich auch in meinem anderen Let's Play tun, denn dort habe ich mich ausführlicher mit dem Spiel beschäftigt und mir, glaube ich, jedes Detail angeguckt, was es dort gibt.